Shirin Davids Rap-Hit wird Streamingdiensten gelöscht. Shirin David, 27, muss einen musikalischen Rückschlag verkraften. Seit mittlerweile 4,5 Jahren ist die gebürtige Hamburgerin nicht mehr aus der deutschen Rap-Szene wegzudenken. Regelmäßig feiert sie große Erfolge mit Songs wie Ich darf das oder Lieben wir. Doch nun gab es Aufruhr um eines ihrer 2020 veröffentlichten Lieder. Shirin erzählte, dass ihr Hit Hüss ab GS Down von allen Streamingdiensten entfernt werden musste. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde sprach der ehemalige YouTube-Star nun darüber, wieso der Song Hüss ab GS Down plötzlich von Spotify und Co. verschwunden ist. Wie Shirin erklärte, ist ein Rechtsstreit mit der Band Kraftwerk der Grund, der nun zugunsten der The-Model-Interpreten ausging. So schilderte die 27-Jährige als Antwort auf die Frage eines Fans, wieso der Track nicht mehr auf den Streaming-Plattformen zu finden sei, ich musste leider das Sample wechseln. Weil Ralf Hütter, von Kraftwerk, nicht möchte, dass Shirin David auf seinen Beat Gigi im Pool fährt. Mittlerweile wurde der Song jedoch mit einem neuen Sound wieder veröffentlicht. Doch nicht zum ersten Mal sorgt dieser Song für negative Schlagzeilen und Trubel. Im Mai 2020 drehte die Selfmade-Millionärin während der globalen Gesundheitskrise mit über 100 Beteiligten das Musikvideo zu Hüss ab GS Down. Dabei rückte die Polizei an, weil sich Nachbarn wegen Lärmbelästigung beschwert hatten. Außerdem verstieß der Videodreh gegen die damals herrschenden Kontaktbeschränkungen.